Ja. Was ist? Ah, dann so geschalten. Entschuldigung. Ah, da. Entschuldigung. Scheint. Ah, ich habe den falschen gehabt. Entschuldigung. So, jetzt funktioniert es. Entschuldigung. Also, Energiegemeinschaften. Wieso Energiegemeinschaften? Saubere Energie aus der Heimat zum fairen Preis und das für alle. Das ist der Grundgedanke der Energiegemeinschaften, den auch die EU dementsprechend schon so vorgegeben hat, das Gesetz. Und da muss man auch sagen, derzeit sind in Europa 3 Länder, die dieses Gesetz auch umgesetzt haben. Das erste war Portugal, dann Österreich und jetzt auch Italien. Und da muss man sagen, ist Österreich schon einen Riesenschritt nach vorne gegangen und hat viele der neuen Punkte, die wie direkter Energieverkauf und so weiter, wie der Vorgänger erzählt hat, das gibt es alles schon in den Energiegemeinschaften. Also da ist vieles schon möglich, Energiegemeinschaften, wie der Name auch, oder wie das Foto auch zeigt, die Energie zwischen einem und dem anderen Haushalt auszutauschen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke dazu und deswegen ist es ein sehr großer Schritt und auch ein sehr gelungener Schritt in Österreich, wie er hier gemacht worden ist. Ich kann sagen, wir machen Energiegemeinschaften in Deutschland, in Österreich und in Italien, obwohl es zum Beispiel in Deutschland gibt es das Gesetz noch nicht, haben aber andere Formen von Energiegemeinschaften, wie wir es dort machen. Was sind die großen Vorteile auch von Energiegemeinschaften? Unabhängig jetzt mal von, wir haben davor von Netzentgelte gesprochen, von Netzausbau. Das heißt, wir sind immer noch in den alten und starren Gedanken, wo es ein großes Kraftwerk gibt, das dann die Energie an alle austeilt. Und darum ist meine Vorgänger auch ganz klar und deutlich gesagt, zukünftige Energie wird dezentral sein. Das heißt, die wird dort sein, wo sie auch gebraucht wird. Und das ist vor Ort und das ist auch in den kleinen Gemeinden vor Ort. Und das ist sozusagen der große Effekt auch. Aber es gibt auch andere, wir unterteilen das in 3 Säulen, sage ich mal. Also die großen Synergieeffekte, smarte Finanzierungen. Es gibt sehr viele Vorteile auch dort. Und dann auch die wirtschaftlichen und sozialen Förderungen. Also bei den Synergieeffekten von Energiegemeinschaften ist einfach das Gemeinsame. Also wir machen diese Energiegemeinschaften immer in Form von Vereinen. Und wie Sie alle wissen, der Verein, da halten alle Mitglieder zusammen und versuchen das Beste für den Verein zu schaffen und zu machen. Günstige Entwicklung durch mehr Beauftragung. Also je mehr ich in einer Gemeinschaft beauftrage, desto günstiger kann ich dann auch einkaufen. Das ist ein großer Vorteil von Energiegemeinschaften. Ganz wichtig natürlich, ich muss ja auch einen Vorteil haben, wieso soll ich in einer solchen Energiegemeinschaft reingehen. Also ich brauche einen günstigeren Strompreis, ich will weniger. Also wenn ich Energie verbrauche, dann will ich weniger zahlen. Aber wenn ich Energie produziere, dann möchte ich im selben Moment mehr verdienen. Und das ist durch das neue Gesetz, durch die Energiegemeinschaften auch gegeben. Dazu kommen dann auch noch die neuen Technologien, die man nicht außer Acht lassen darf. Und zwar, wie wir es auch schon heute teilweise des Öfteren gehört haben, künstliche Intelligenz. Das heißt, wo Speichersysteme bzw. Systeme erkennen, wie wird morgen die Sonne strahlen auf mein Dach, wie ist mein Konsum, das heißt, wie wird mein Verbrauch
in die Zukunft, in der Zukunft ausschauen, das heißt morgen ausschauen und dementsprechend auch die Börse kontrollieren, wie wird der Preis morgen auf der Börse sein. Und dies dann alles zusammengefasst, entscheiden, muss ich jetzt Energie speichern, kann ich jetzt Energie verkaufen oder soll ich sie jetzt selber brauchen? Aber das, was wir hier jetzt erzählen, ist eigentlich nichts Neues. Das können wir schon seit Jahren. Das ist sozusagen, was jetzt halt noch dazukommt. Und das ist, ich sage jetzt mal, dass die künstliche Intelligenz, die diesen Prozess jetzt um ein Vielfaches beschleunigt. Wichtiger Vorteil noch auch, nicht bestehende Genossenschaften können auch teilnehmen. Das heißt, es gibt ja auch und überhaupt auch hier in Österreich, gibt es schon seit Längerem Energiegenossenschaften. Das heißt, es ist ja auch nicht verboten, dass Energiegenossenschaften in diesen Vereinen teilnehmen und somit auch die Vorteile davon, von den Vorteilen davon profitieren. Smarte Finanzierungen, ein Beispiel, in Südtirol haben wir die Südtiroler Sparkasse, die sich angeboten hat, die gesamten Mitglieder unserer Vereine sozusagen zu finanzieren. So ist es auch hier in Österreich, wo wir direkt sehen, wo wir einen Verein gründen, einen Energieverein gründen, wo dann sofort auch die lokale Bank sehr daran interessiert ist, die eigenen Mitglieder bzw. selbst Mitglied in diesen Energieverein zu werden und dann auch dementsprechend zu finanzieren. Der Verein bietet dann natürlich weitere alternative Finanzierungsmodelle an, wo wir da vielleicht ein bisschen später noch hinkommen werden. Die wirtschaftliche und soziale Förderung, also ganz wichtig ist natürlich die Einbindung der lokalen Betriebe. Das heißt, es braucht alle Betriebe oder beziehungsweise je mehr lokale Betriebe an diesen Energiegemeinschaften teilnehmen, umso besser ist es. Es bringt nichts, wenn zum Beispiel auch wir als Unternehmen Greenrock in Tirol eine Photovoltaikanlage installieren wollen. Nein, es soll der Elektriker vor Ort machen. Das heißt, die Förderung der Wirtschaft, der lokalen Wirtschaft vor Ort. Und das ist eben wichtig. Die Unterstützung sozialer Projekte, das ist eines unserer wichtigsten Parameter auch in unseren Energiegemeinschaften, wobei dann dementsprechend der Verein immer entscheidet, vor Ort entscheiden kann bzw. muss, wer ist jetzt förderfähig und wer nicht. Also es gibt förderfähige Familien oder es könnte da auch zum Beispiel ein Kindergarten gefördert werden mit den Einnahmen, die der Verein eben hat. Aktivierung aller Flächen und Stakeholder. Das heißt, das Schöne an der Photovoltaik ist, dass eigentlich alle Flächen dazu geeignet sind. Deswegen auch, wie der Professor gesagt hat, es wird nicht Wind sein, es wird nicht Geothermie sein, sondern es wird Photovoltaik sein, die Energie sein, die zukünftig dementsprechend auch uns weiterbringen wird bei der CO2-Einsparung. Freiflächen, die privaten Flächen, also der Häuslebauer, gewerbliche Dachflächen, Parkplatzflächen haben wir noch und nöcher, die sind alle ungenutzt. Gemeindeflächen und eben auch, oder nicht auch, sondern eben die AGPV-Anlagen. Das heißt, Gemeinden, Privatpersonen, Unternehmen und Genossenschaften, die können alle mitwirken, zuzüglich hier, was nicht steht, auch Investoren, damit ein solcher Verein gelingt und alle daran profitieren. Hier am Beispiel Rangen, das ist eine kleine Gemeinde in Tirol. Dort wird eine Energiegemeinschaft gemacht. Ich werde ein paar Zahlen jetzt aufwerfen, was das für diesen kleinen Verein bedeutet und welche Vorteile da rein sind. Wieso habe ich Rangen ausgesucht? Weil der Tobias Moretti
unser Botschafter ist und auch ausrangen ist und er selbst Bergbauer ist und dementsprechend auch nicht die nachhaltige Produktion und der regionale Vertrieb für ihn extrem wichtig ist. Nicht? Aus diesem Grund eben rangen. Ja, also die Gemeinde an sich, wie ihr seht, es ist eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Das heißt, wir haben eine Schule, Kindergarten, eine Feuerwehr, ein Gemeindeamt und einen Sportplatz. Nicht? Das sind, insgesamt sind das Dachflächen von 1300 Quadratmeter, insgesamt die PV-Anlage 188 Kilowatt und dennoch sind es 150.000 Kilowattstunden. Nicht? Nur im Vergleich, nicht? Ein Verbrauch, ein Familienverbrauch normalerweise bei 5.000 Kilowattstunden, zwischen 4.000 und 6.000. Nicht? Was wir hier noch zusätzlich machen, nicht? Ist eine AGPV-Anlage. Das heißt, wir haben hier effektiv das Problem, wir haben es heute auch wieder gehört im Radio, also bei der Herfahrt konnte ich es hören, nicht der Schnee, die Wetterverhältnisse und so weiter, haben es dazu gebracht, dass in Tirol dementsprechend die Ernten dieses Jahr aufgrund der Wetterlage jetzt, aufgrund der Kälte, dementsprechend einsacken werden. Das heißt, die Bauern haben dort ein Problem. Und diese Wetterphänomene, haben wir, glaube ich, wissen wir, das wird in Zukunft immer mehr werden. Hier haben wir einen Bauer auch in Rangen, der ist Zucchini-Bauer, und, also Gurkenbauer, Entschuldigung, Gurkenbauer, und stand vor der Wahl, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt einen Hagelschutz, weil das ist ein großes Problem, das, was es vor Jahren in Tirol überhaupt nicht gegeben hat, Hagel. Mittlerweile hat er fast jedes Jahr oder mindestens alle zwei Jahre mit Hagelproblemen zu kämpfen. Das heißt, er stand jetzt vor der Wahl. Kaufe ich ein Hagelschutznetz, das teuer ist und mir sonst nichts bringt, oder mache ich eine AGPV-Anlage? Mit der AGPV-Anlage hat er dementsprechend jetzt nicht nur den Schutz seiner Pflanzen und auch sozusagen die duale Nutzung ist hier ausschlaggebend. Er produziert jetzt neben seinem effektiven Erwerb, produziert er auch noch Strom. In diesem Fall sind es 888 Kilowatt. Hier steht es falsch, das sind 1 Gigawatt. Das ist eine Gigawattstunde pro Jahr, nicht eine Megawattstunde pro Jahr. Und umgerechnet sind es ca. 200 Haushalte, die hier bewirtschaftet werden könnten. So, wie schaut bei uns die Verteilung oder die Vorteile des Vereins aus? Jetzt nur gesehen auf diese Anlagen, die wir hier gesehen haben. Also nicht mal, dass hier mehrere Mitglieder wären und so weiter und so fort. Also wir haben den Konsument, den Produzent, dann braucht man natürlich für den Verein eine Verwaltung, dann Wachstum für den Verein und eben für soziale Projekte. Und da sehen wir, wie die Aufteilung ist und was das pro Jahr ausmacht. Das heißt, durch diesen Energieverein schaffen wir und durch diese paar Anlagen, die wir hier haben, in dieser kleinen Gemeinde, schaffen wir einen Mehrwert von 109.000 Euro. Und ich denke, das ist pro Jahr gewaltig. Wenn wir da rechnen, dass das raufrechnen auf 30 Jahre, wo wir mittlerweile wissen, dass Photovoltaikanlage eine Lebensdauer von mehr wie 30 Jahren haben, dann glaube ich, kann sich das jeder selbst errechnen, was das für ein Mehrwert für diese kleine Gemeinde ist. Davor haben wir eben auch gesagt, nicht alternative Finanzierungsmöglichkeiten, neben den normalen Finanzierungsmöglichkeiten, welche wir auch dementsprechend auch unseren Vereinsmitgliedern immer zur Verfügung stellen. Nicht? Also wir haben vor einem Jahr circa die erste Blockchain-basierte Anleihe für regenerative Energien durch die BaFin bekommen. Das heißt, das war ein Meilenstein auch für die BaFin. Das war die erste Blockchain-Anlage an sich.
und mussten da richtig Hirnschmalz reinstecken und auch eben, es war für beide, für uns war das ein ziemlich spannendes Thema, haben dort auch die ganze Technologie im Hintergrund und alles, wie soll ich sagen, entwickelt und das ist dementsprechend auch, was den Vereinen dann zur Verfügung gestellt wird, als wenn Investoren in solchen Vereinen investieren wollen. Nicht? Weil es gibt ja auch Dachflächen, die vor Ort nicht investiert, wo der Kunde keine Photovoltaikanlage drauf macht, überhaupt im Gewerbebereich ist es meistens so, nicht? Wo es Investoren braucht, dementsprechend aber solche Investoren nicht gefunden werden, nicht? Und das sind eben die Möglichkeiten, die es dazu auch noch gibt. Nicht? Noch kurz dort auch zu den dynamischen Stromtarifen, die ja auch in Österreich kommen werden. In Italien ist das jetzt schon so ein System. Das gibt es schon, aber das wird auch in Österreich dementsprechend so sein, dass 15-minütige Abrechnungen stattfinden können und auch dann verrechnet werden können im privaten Bereich. Wir hoffen, dass das auch schnell umgesetzt wird, denn auch hier kann für jeden Einzelnen sehr viel Geld eingespart werden, wenn man auch bedenkt, dass in Zukunft Energie untertags zu einer hohen Wahrscheinlichkeit tendenziell gegen Null gehen wird und in den Abendstunden hoch sein wird. Das sind die Prognosen, die wir haben und dementsprechend sind dann auch solche Stromtarifmodelle für jeden Einzelnen wichtig und interessant, damit er seine Energie dann verbrauchen kann, wenn sie auch am günstigsten ist. Entschuldigung. Ja, das war's von meiner Seite. Dankeschön.